Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Plättchen und begrüße euch zum nächsten Part von Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Ja, wir sind immer noch am rote Steine kaufen und Schiffe kaufen. Uns fehlen noch zwei rote Steine, dann haben wir alle rote Steine, was man kriegen kann im Spiel. Und dann werden Schiffe gekauft. Eine Menge Schiffe. Der Count. Dann lass mal den frei. Lockter. Nein, nicht! Nicht Doku, nicht Doku, nicht Doku. Puh. Ist ja nicht so, dass man den zwar noch brauchen kann. 16. Da bleiben. Durch den Nuvo Windy, aber. Hä? Ja, stimmt. Oh Gott, ich muss das Spiel speichern und beenden dann einmal kurz, okay. Oder in der Level gehen. Na, dann fliegen wir mal zu uns um. Aber vorher kaufen wir ein paar Schiffe. Ich sage euch, die Zahl wird jetzt fix bleiben, die was wir da oben sehen. Die 105 Milliarden. Wenn jetzt sogar noch mehr aufkommt. So, was haben wir jetzt noch gekriegt alles? Was haben wir alles ein? Dunkles Seil. Ah, da ist Super Speeder. Das ist dann für die ganzen Bodenlevel wichtig. Aua. Bam, badam. Bam, bam, badam. Gib mir einen Kampf. Und das ist so klar. Ist okay, ich hab's schon mal gespürt. So, der Christusjäger. Mir ist halt damit gecheckt. Den da. Jo, dann haben wir den da. Da wieder schnell ein Feuerschiff. Ja, endlich White Bomber. Wie gesagt, bis auf A-Schiff können wir uns alle kaufen da bei der Republik. Ist schon lustig eigentlich. Yay! Oh Gott.
Zockerst da drin gebackt. Backrobonine da drin. Oh, ja, 4 bis 17. Das gehört ja zu kurzer Zeit so. Kein Problem. Einmal konnte ich mir 2 Schiffe kaufen. Zack. Einmal ist die Twilight. Irgendwie mein Lieblingsschiff aus der Clone Wars. Das ist einfach das coolste Schiff ever. Und Naboo Starfighter. Oder ja, ach, na, das ist die Yacht. Der Starfighter. Ups. Au, warum werde ich gekillt? Und auf, mit dem Film jetzt. Ach, die glitzert so schön. Es geht so weiter. Der kostet 100. Ja, das wird dann weitergehen. Dam. Boah, ist der Grott. Ja, mal Grievous Schiff noch Grott. Ey. Schnellfeuer, bam. Wir brauchen sowieso einen Klon jetzt als nächstes und dann meine Charaktere da haben wir verbauen. Oh, wir haben ein Schiff. Wow. Aua. Warte, ich muss das Schiff kaufen. Danke. Skywalker. Wurde dann die Dooku. Den Kommandodroiden schon jetzt gekauft. Hallo. Die müssen wir halt kurz zum Klon machen. Zu einem der besten Klone der Galaxis. Nee, falsch. Und zwar zu Captain Rex. Nein, ich will einfach Rex haben. 64,2% haben wir schon. Das ist cool. Drüben, ja. Ach, die Missionen fallen ja auch alle. Es wird nicht. Also, kommt wird schon noch das Spiel. Ich muss das schnell machen. So, zack. Fertig. Unverwundbarkeit. Millionen. So. Jetzt fällt nur noch mehr einer und den müssen wir dann. Dann holen wir uns später einmal. Jetzt holen wir mal die ganzen Droiden. Haha, da sind sie jetzt. Die ganzen Leute, was ich noch brauche. Du brauchst jetzt dann mit Zirbel laufen. Zack. Zack. 3 Charaktere haben wir instant gekauft. Ah, da, du bist. Ihr habt den doch gekauft jetzt, ja. Ist jetzt noch wer? Na, oder? Da müsst ihr jetzt alle haben schon gekauft.
Normal, ja. Das Einzige, was mir fallen könnte, ist der Commander. Der Klontruppen-Commander. Der Kampfdruiden-Commander. Oder, wie heißt das? Kampfdruiden-Kommandant? Einfach sowas. So, der fällt mir, glaube ich, noch. Von da, aber ich glaube, nicht einmal der fällt mir. Okay. Ich merke, wir sind bei den Schiffen gerade unterwegs. Okay, wir gehen mal jetzt zu den Kopfgeldjäger erster. Ach, da werden Kopfgeldjäger gekauft. So, das geht jetzt doch so. Zack, zack. Zack, zack. Hondo! Doch, doch, hat funktioniert. Das ist nur ein Bug. Ah, 6 Piratenschiff-Raketen haben wir jetzt gekriegt. Fallen da noch ein paar Leute? Ja, zum Beispiel. Oh. Mir hätte das Wort abgeflogen. Mir fallen da jetzt noch ein paar Leute wie Jango Fett und so. Ups, Mikrofon ein bisschen verschoben. Die sind nicht so professionell. Okay, oh, Gamoranische Wahl. Bam. Bam. Warte, wir killen jetzt ein paar da. Siehst du? Ha! Janko. Ich glaube, hier war es gerade noch falsch. Slave One. Das ist schon ein sehr geiles Schiff, die Slave One. Geonosiana, guck mal, nicht der da. Habe ich gerade früher gehört. Wenn man Gott vom Teufel spricht. Bam. Jetzt dürfte mir nur noch mehr ein Schiff fallen, oder? Von den Separatisten. Nee, okay. Die Fortuna, Kommandodroide, Hondo, der moranische Wache. Nee, müsste jetzt alles da sein, okay. Genau, mir fällt jetzt nur mehr ein Schiff bei den Siths, zwei Schiffs bei den Sith Separatisten und ein Schiff bei den, bei der Republik. Dun, 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 dun. Wir haben 12 Stunden schon auf dem Spielstand. LOL. Lock Dirt läuft jetzt auch da herum, Oma. Okay, es läuft echt da herum, Oma. Okay. Die brauchen wir nicht, den brauchen wir. Na, den brauchen wir. Wo läuft der immer? Wo läuft dieser komische Medi-Druide immer? Da. Was denn dann, was das ist? Ist das. Ist das ein Protokoll-Druide? Ist das ein Taktik-Druide? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. So ein Charakter weiß ich noch, wo ich kriege, und der ist dort. Dann fliegen wir mit der Slave One um zu uns wieder, zur Republik. Kaufen wir dort alle Charaktere, die was man bis jetzt kaufen kann. Und dann. Jo. Dann geht's los. Dann fangen wir an mit. Ballern. Na, dann machen wir wieder Missionen, oder? Normal, ja. Boah, läuft der mit den zwei Lichtschwertern da irgendwo mal. Wo ist denn der Ventress? Läuft der immer noch mal? Hä? Ah, da knallt er wieder ab. Da ist er.
krüppelhaft der arme Druide ummacht. So, Leute, ich hab kurz nachgesonnen und ich weiß wieder, wo der oben läuft. Ich hab gesagt, da oben fällt uns noch ein Druide. Wir haben gewusst, dass es der Druide ist, aber ihr wusst, dass ein Druide uns fällt. Dann haben wir alle Bösewichte, bis auf die zwei, die was noch bei uns auf der Resolute gefangen sind. Knall mich nicht ab. Und wenn wir die auf der Resolute haben, alle Charaktere, dann geht's ans Level weiterbauen. Oder weiterspielen. Dun, 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 dun. Der läuft nämlich so irgendwo noch. Der Lepp. Jetzt weiß er, wie der heißt. Da hinten läuft er. Ich sehe ihn. Lepp, 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 lepp. Ha. Hier haben wir jetzt. Bis dato alles. Ach nee, ernsthaft? Nein, haben wir nicht. Ich habe echt den nicht viel gekauft, obwohl ich die ganze Zeit mit dem Bay gespammt habe. Oh mein Gott. Ach so. Jump. Zack. Dritten fallen an, noch mehr paar Missionen. Die müssen wir auch noch mal holen. Boah. Egal. Wo läuft, wo schwebt der Oma da nicht? Da nicht, dann sammeln da mal ein bisschen Geld und. Da ist er. Samt dem Druide. So! Jetzt haben wir alles. Können wir Poggle können wir jetzt noch dort befreien und bei uns. R3R6. Stirbt einmal in der Wand. Suffocated in the wall. Haben wir bei Minecraft halt da gedacht bei den Aufnahmen. Okay. Wechseln wir. Ja, machen wir gleich zu DX20. Kann ich mit Rex mal tun. Ein bisschen. So. Ist ja echt nicht gleich von denen abgeknallt werden. So. TX20. So, bam. Und mit was fliegen wir? Natürlich mit der Slave One. Irgendwie die beste. Das beste Schiff irgendwie. So. Ich finde, das ist irgendwie das geilste Schiff. Das wäre noch cool, wenn das eingefügt wird, dass das Assessment. Seismische Bomben dann abwerft in meinem Spiel. Und schon mal ins Progger. Sag mal, wir sind sogar resistent gegen euch. Haben wir ja aktiviert. Nice. Hey Gott, erst zu Rex wechseln, dass wir uns aber Charaktere kaufen können. Die ersten sind dann nämlich schon da. Samuel. Captain Typho. Die Queen. So. Aber genau, die sind da unten, die zwar. Das war sie noch. Voll gut, dass ich das jetzt noch warten muss, obwohl die sind. Oh. TX20 hat keinen Kopf mehr. Ja, wenn wir dort die ganzen Missionen beendet haben, kriegen wir noch einen Charakter. Oh, das war fast Partner. Da hinten. Oh, es sind sogar drei da. Beste gedacht, nicht jetzt mal. Oh, Senator Karras. Kennt man, glaube ich, auch nur von der Serie, oder? Bam, bam. Wir sind beide einmal weggeleckt. Boah. Stimmt, dem machen wir aber erstmal mal die Missionen anfangen. Genau. Knall mich nicht ab. Ich bin weg. Tschüss. Ha, jetzt der Kopf wieder. Ist jetzt noch. Da ist glaube ich keiner mehr.
Jetzt sind endlich nur mehr Charaktere oben auf der Brücke. Nee, 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 nee. Genau, du bist noch. Du laufst doch noch Oma da herunten. Du laufst aber Oma, Oma, oder? Auf der Brücke nochmal. Senator Philo. Da gibt es zwei davon. Ich bin Rex, Captain der 501. Dipsi, 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 dipsi. Habe ich da unten jetzt endlich schon alles gekauft? Ich glaube, da habe ich alles gekauft, ja. Aber da kann ich noch ankaufen, das weiß ich. Das ist ein zweiter Protokoll-Druide. Da bis der auftaucht. Uiuiui, ui, ui, ich sah Weihnachten. Ah, da ist er. Oh, 6 Minuten dauert der Part wieder. Jetzt holen wir uns noch mit TX20, Poggle. Weil ich denke, dass die da oben nicht kaputt werden dürfen. Und dann, oh, das? Ja, gut, so. Dip, 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 dip. Ich kann mal Poggle. Ich schau jetzt nur. Ja, ist immer noch nicht aktiviert, okay. So, okay. Ja. Jetzt falls uns, ihr weiß bei jedem nur mehr Archiv und die weiß, wie man das eine kriegt und das andere. Nice! Hopp, hopp. Das hat alles Kaufparts, hä? Das gehört leider zu den 100% dazu. So, da laufen jetzt noch viele Charaktere um. Wie zum Beispiel. Und an der Fahrer. Dann ist der da. Senatskommando. Oh. Wait, what? Hab ich jetzt? Nee. Echt jetzt? 70%, wir brauchen nur 30% für das ganze Spiel. Yo! Okay, cool. Cool, 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 cool. Okay, es hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wir haben bis auf 2, 4, die was man noch selber im Spiel freischalten kann als Ingame-Ding, alle Charaktere bis auf die, was man halt mit den Minikits kriegen. Ja, das ist ein würdiges Folgenende. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like und Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Minecraft. Lego Star Wars 3, der Clone Wars wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus!